deinen schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bioshock Infinite. Oder Infinite, wie auch immer. Nachdem wir in der letzten Folge endlich mal die Action hier ordentlich abging, wo wir sogar ein Schild-Upgrade bekommen haben, müssen wir jetzt da hoch. Werde mal greifen. Wow, shit, Mann. Muss magnetisch sein. Groovy! Geile Sache, Mann! Ey, so ein Ding will ich für zu Hause haben. Genau so ein Teil. Hi. Guten Flug! In your face! Machine Gun! Wette, die brauchen wir auch gleich. Sieht hier ein bisschen neblig aus. Ah, ich höre schon die ersten Gegner. Was ist das denn? Du reißt mir gar nichts raus. Warte, du bist tot. Wow, wow, wow. Wo denn? Du tötest mich, ja? Ich denke ja nein, dass du mich tötest. Wow, Mann. Okay, es geht los. Schnauze da unten. Noch einer. Ich habe genug blaue Bohnen für euch alle. Oder kann ich erstmal kurz hart abluten? Erstmal alles mitnehmen. Oh, Salz. Salz habe ich gar nicht genutzt eben. Ich hätte ja eigentlich auch mal eine Idee. Feuerbomben reinballern können. Oh, Munition in der Mülltonne. Warum nicht? Maschinengewehr, Munition sieht gar nicht so gut aus. Oh, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig. Geschütz auf X Uhr. Nein, das Zeug. Was ist denn das Ding? Lalala, wo ist es? Machen wir erstmal eine Bombe rein und gucken, was passiert. Nix. Ah, da hinten. Da hinten ist es. Ah, ich will es doch eher zerstören, aber es blendet extrem. Ich glaube, ich hab's. Ja, das ist down. Die Hölle wartet. Nee. Die wartet auf niemanden. Die wartet eher auf euch. So. Wo sind denn die Freaks? Oh, da oben. Der oben. Hampelt doch nicht so rum. Nein, mich erwartet kein Tod, sondern euch. Ah, ist da auch einer? Lol. Das hat tatsächlich funktioniert. Sprung Headshot. Läuft. So ist das Geschütz. Es ist irgendwo da hinten und ich komme da noch nicht ran so richtig von hier. Rennen wir erstmal hier hin und mal gucken, ob wir hier besser rankommen. Geht so, ne?
Sieht Munition aus, nicht ganz so Bombe, wa? So, wir kommen mal an das Geschütz ran. Ja, so ungefähr, würde ich mal sagen. Hat funktioniert, das zählt. So, Leute, habt ihr Munition für mich? Oh, komm. Ach, die feuern von da oben. Verteidigt die Stadt. Ja, nee, ist klar, ich habe keine Munition. Nein. Wo kommst du her? Ah, die sind hier überall. Also mit Zielfernrohr, also mit Fadenkreuz trifft man hier irgendwie gefühlt ein bisschen besser. Aber ich das Gefühl. Ah, ich muss hier runter, ne? Immer her, die Munition. Aus dem Weg. Munition für mich. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Panik ist euer Gebot der Stunde. Wenn ihr mit euch fertig bin, lass mal darüber kallen und dann muss ich da runter. Ach, bis da drüben hin kann ich. Da ist hier unten noch irgendwas? Kann ich irgendwie rein? Ja, nicht wirklich. Da ist nicht viel. Das heißt, wir kacheln einfach da rüber, würde ich sagen. Müssen wir denn hier hin? Ja, müssen wir. Ah, Waffen, Moneten. Wie viele Moneten haben wir eigentlich insgesamt? Wo können wir das denn eigentlich mal sehen? Gibt es denn noch was anderes? Ich müsste auf jeden Fall diese komischen Kräfte mal häufiger einsetzen. Ich glaube, die würden uns sehr viele Sachen vereinfachen. Nicht jede Situation entwickelt sich zu einem Kampf. So wie man sie behandelt. Das musste ja alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Okay, das heißt, auf die werde ich mal nicht schießen. Werde sie nur beklauen. Nö. Ist keine Gewalt in dem Sinne. Ich befreie sie nur von ihrem unnötigen Zeug, was hier rumliegt. Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie. Man fahndet nach Ihnen. Ja, ich weiß. Habe ich gemerkt. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Pistolenmunition voll. Wie seien Sie still? Ich geb dir gleich still, Mann. Geh dir auf? Nein, natürlich nicht. Ein Mörder hier. Eigentlich ganz schicke Bude. Hier könnte man wohnen. Vielleicht ein bisschen sehr oldschool eingerichtet. Während mal die ganzen Typen da waren. Liegen da relativ entspannt rum. Oh! Was ist Munition? Nee, kann ich gar nicht. Salz! Salz, wenn ich das mittlerweile richtig kapiert habe, müsste Salz ja eigentlich unsere komische Kraft unten auffüllen. Gesundheit minus? Wieso Gesundheit minus? Muss man gerade eine geraucht haben oder was? Ein Schokoriegel. So, wieder ausgleichen. Qualmen wir nochmal eine danach. Und jetzt? Okay, da lang. Ich glaube, wir waren hier auch überall. Da ist. Kann ich eigentlich so einen Automaten hier übernehmen und dann leer räumen? Wer ist wo? Hui! Sie sind wieder da! Wo kommt er denn auf einmal her? Au! Aber das Schild lädt sich immer wieder auf.
Aber trotzdem, gefühlt ist es tatsächlich so, dass man, wenn man nicht anvisiert, gefühlt ein bisschen besser trifft. Wo kommt er denn her? Seht ihr noch mehr von euch, Deppen? Ja. Das ist noch so ein Feuervogel. So einen hatten wir doch schon mal. Ja, hatten wir. Halt die Luft an und geh drauf. Geht doch. Ich werde ihn gar nichts bereuen. Wie noch du tot bist. So, du auch nochmal und du auch gleich. Schön. So gefallen mir die Gegner. Dumm und tot. Okay. Kann ich jetzt mal looten? 3 Schuss für die Pistole. Puh. Okay. Okay, da ist noch ein Geschütz. Die drehen aber jetzt schon ganz früh ziemlich hart auf. Ja, da oben. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ah, es war zu hoch, ne? Ich Depp. Ah, ich merke schon, wenn das Schild nicht ganz runter geht und ich dann in Deckung gehe, kriege ich auch keinen Damage ab. Okay. So hat man wenigstens ein paar Versuche, um das Ding zu zerstören. Wenn man es ja mal treffen würde, dann kann ich mal viel haben. Ja, der ist down. Läuft. Kackding. Ist nix. Oh, hier ist noch so ein komisches Kaleidoskop-Ding. Gleich mal die Glubscher reinwerfen. Ende. Wahnsinn, was für ein Film. Ganz klar Oscar-reif. Haben wir das schon leer gelootet eigentlich? Da waren wir ja eben drin. Haben wir die Tasche schon leer gelootet? Ja, hatten wir. Ist mir gerade nochmal so ins Auge gefallen. Salz, Salz! Ja, voll. Sag ich ja, ich verwende zu wenig diese Fähigkeit. Ist das hier Benzin? Hätte man das anzünden können? Wahrscheinlich, ne? Feuerfähigkeit und dann hätten sie alle gebrannt. Kann man die eigentlich übernehmen? Ja, komm, soll ich suchen? Ich würde sagen, hier ist nichts weiter. Na doch, hier ist noch ein bisschen. Da waren doch noch ein paar Kleinigkeiten. Irgendwie sollten wir zum Monument Island. Mal doch mal schauen, dass wir uns so langsam in diese Richtung bewegen. Und das ist wo? Ja, das ist klar, da irgendwo lang. Na, MG-Munition sieht eher bescheiden aus. Ich. Schick, schick. Bruderschaft des Raben. Draußen ist nichts gewesen, ne? Jetzt habe ich leider gerade meine Fähigkeit aktiviert. Lassen wir sie mal aktiviert. Keine Ahnung, wozu. Ach, schmeißen wir mal da drüben hin. Ah, hier gibt es noch mehr Salz. Der war es gar nicht so schlimm. Das war gerade die Fähigkeit verholzt haben. John Wilk irgendwas. Booth. John Wilk Booth.
Bruce mit den steinernen Schuhs. Wer bist du denn? Ich wollte euch doch gar nichts tun. Eigentlich. Club der aggressiven Dichter. Wo denn? Da. Du Lappen, Alter. Naja, ne, Club der aggressiven Dichter und jetzt auch der toten Dichter. Wohl bekommst. Sieht jetzt bedingt lecker aus. Ja, wohl mit ganz viel Tabasco drauf, dass es so scharf ist, dass es keinen Geschmack mehr hat außer Schärfe. Damit würde ich es nur runterkriegen. Da war was. Und Silver Eagle. Wein. Gesundheit plus, Salz minus. Gesundheit ist eigentlich fast voll. Aber Salz ist nicht voll. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Der Tod als einzige Befreiung. Okay, da passiert nichts. Die Raben sind hier unsterblich. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Die feiern da unten. Ja, dann lasst sie mal feiern. War die ganze Zeit überlegen, einfach von da oben reinzuschroten und sie umzunieten, aber bis jetzt machen sie ja nichts. Ich glaube aber, ich muss da unten irgendwie durch, ne? Ich komme ja an denen gar nicht vorbei, ohne sie zu killen. Dass ich mitnehmen? Nee, offenbar nicht, weil ich so viel Munition habe. Ich komme an denen nicht vorbei. Ja, vielleicht ist es doch harmlos. Das heißt wohl nein! Schick! Hier, kriegst gleich noch einen und immer reingefackelt und abgefackelt. Zack, bam, das war's mit euch, ne? Ich glaube, ich hab'n. Nicht. Ja, die Kutte, die stand so weit nach oben. Hey, der ist da oben, der Lappen. Wo denn? Okay, da war er. Was ist denn der andere Hampelmann? Ja. Okay. Was ist denn das für ein komischer Trank? Der shakt so komisch. Aber einfach mal so eine Feuerbombe da reingeprügelt. Alles down. Ja, wir müssen definitiv die Fähigkeiten relativ häufiger einsetzen, aber nicht zu häufig, nachdem wir Salz haben.
Und die sind gleich komplett weggebrannt, ne? Da war nur der Loot übrig. So, was ist das? Ah, so. Okay, okay. Verstehe. Das sind Upgrades. Gesundheit erhöhen, Schildkapazität erhöhen oder Salzkapazität erhöhen. Ah. Schild haben wir gar nicht so viel, ne? Sagen wir, erhöhen erstmal das Schild. Ich fühle mich schon besser. Wollt ihr mitnehmen? Optionale Aufgaben stellen an den Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Da müsste ich nochmal zurücklaufen, eventuell. Um irgendwas zu finden, wo dieser Schlüssel reinpasst. Wovon hat der große Befreier die Niger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkten, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Für den Rest der Schöpfung zu sorgen, na sicher doch. Alles ging sehr schnell. Hass erfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Viehfreder. Okay, hier ist aber irgendwie nix. Funktioniert ja? Okay, der Lift scheint zu funktionieren. So, liften wir uns mal in irgendeine Richtung. Wo fahren wir denn hin? Rauf oder runter? Nach oben. Offenbar sind wir nach oben gefahren. Wir sind nach oben gefahren. Tür, irgendwelche Geräusche. Aber das, was wir diese Tür finden, das finden wir erst beim nächsten Mal raus. Bis denn dann und... Ciao.